Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarz. Ja, wir sind auf, im letzten Part haben wir uns den, wie hieß er denn nochmal? Den Elises Orden? Elises Orden? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich will das jetzt wissen. Moment. Haben wir sofort, der Seismorden, okay. Seismorden, alles klar. Wir haben uns den Seismorden von Turner geholt und heute wollen wir Richtung 6. Arena gehen. Ah doch, nee, warte, Schutz brauchen wir ja. Zack. Und Turner wollte uns auch noch eigene TM geben. Danke fürs Warten. What? So, da ist er, ja. Das sieht mir ganz nach einem Netz eines Elektro-Pokémon aus. Ein Elektro-Pokémon namens Voltula. Keine Ahnung, warum es ausgerechnet hier ein Netz gesponnen hat, aber wenn das für euch ein Problem darstellt, dann will ich euch gerne helfen. Ich bin schließlich ein Arenaleiter. Ans Werk, Rockayman. Tu, was du tun musst. Zertorremacher, Durchbruch? Diese VM soll dir gehören. Darauf ist die ganz besondere Attacke. Darauf bin ich ganz besonders stolz. Sie enthält eine Attacke, die du ruhig einem Pokémon beibringen kannst. Dampfwalzer. Okay. Ich spreche ja. Ich weiß ja nicht, wie gut du wirklich bist, aber wenn du glaubst, du kannst etwas erreichen, dann bleib unbedingt am Ball, bis du es geschafft hast. Deine Grenzen bestimmst du allein. Wenn du dir fest vorgenommen hast, dann kannst du es auch schaffen. Ja, danke schön. Und wir müssen hier weiter, ne? Ja. Oh, wen haben wir denn? Hier entlang. Als ob. Hier, Meister N, der Trainer, den du sehen wolltest. Danke, du hast also die Bekanntschaft mit zwei Mitgliedern des Finstrios. Das sind Angehörige von Team Plasma, handverlesene Untergebene von Gekis. Wie es scheint, waren sie es übrigens auch, die das Voltula-Netz am Eingang dieser Höhle angebracht haben. Die Elektronit-Höhle, ich liebe diesen Ort. Zum einen bin ich fasziniert davon, dass sich hier die Elektro-Pokémon oder die elektrischen Phänomene hier mit mathematischen Formeln beschreiben lassen, und dann ist da auch noch die Verbindung der Höhle zu den Pokémon. Wenn es hier keine Menschen gäbe, wäre dies der ideale Ort für mich. Wie dem auch sei, du wurdest jedenfalls von mir auserwählt. Überrascht dich das? Ja. Nun ja, es sollte dich auch überraschen. Ich habe Gekis von euch erzählt. Er hat daraufhin das Finstrio darauf angesetzt, alles über euch in Erfahrung zu bringen. Sharon jagt einen naiven Ideal von großer Stärke hinterher. Und Bell ist hingegen zu der traurigen Erkenntnis gelangt, dass es nicht jedem vergönnt ist, stark zu werden. Und du, dich prägt keins dieser Extreme. Du stehst dem Ganzen eher neutral gegenüber. Was wohl auch gut so ist. Team Plasma lauert bereits weiter vorn auf dich. Gekis will herausfinden, was du als Trainer wirklich drauf hast. Ist klar. Oh cool, guckt euch das mal mit den Elektro-Dingern hier an. Ja cool. Ja cool. Guckt mal. Wir können uns eigentlich mal hier ein viertes Teammitglied fangen, oder? Hier gibt es bestimmt Elektro-Pokémon. Hundertprozentig. Ich will eigentlich ein Elisebra. Aber ich bin auch mit einem Watz, obwohl. Na, schauen wir nochmal, was es hier noch sonst für Pokémon gibt. Vielleicht finden wir ja noch ein anderes. Ja,
Da kann ich nicht nein sagen. Okay, dann krallen wir uns das WhatsApp. Als Teammitglied. Slam. Slam solltest du aushalten. Ja, easy. Ah, alles klar, Bro. Los, Hyperball, fang ja dieses WhatsApp. Jawohl. Willkommen in Team WhatsApp. Aber wenigstens mal ein Elektro-Pokémon. Und Käfertypen sogar, ja. Jawohl. Hallo. Achso, Bell war das. Totti, wusstest du schon, dass sich diese schwebenden Steine verschieben lassen? So ist es doch, nicht wahr, Professor? Alles klar, hallo Professor Escher. Ganz recht, na, geht es dir gut, Totti? Dieser Ort ist seit jeher mit Elektroenergie aufgeladen, die den Pokémon zugefallen scheinen. Die elektrischen Ladungen reagieren miteinander, was zu dem Phänomen schwebender Steine führt. Aber bedenke, dass sich nicht alle Steine verschieben lassen. Mein Vater hat mich darum gebeten, das Klick zu erforschen. Ein Pokémon, das wie ein Zahnrad aussieht. Da ich mich bei meinen Forschungen ja dem Ursprung der Pokémon beschäftigte, dachte sich mein Vater wohl, dass er mir diese Aufgabe auch noch aufbrummen kann. Naja, ich liebe meine Forschung, also mache ich das gern. Ach ja, bevor ich es vergesse, das hier ist für dich, Totti. Und das ist, glaube ich, Soroa, ne? Oder? Soroa? Ich glaube schon, oder? Wenn du ein Glücksei von einem Pokémon bekommst, bekommt es etwas mehr Erfahrungspunkte im Kampf. Besonders... Achso, das ist ein Item. Bedenke, je stärker deine Pokémon sind, desto leichter wird es dir fallen, deinen Pokédex zu vervollständigen. Ja, ja, ist ja gut. Jetzt brauchen wir unbedingt wieder Schutz. Cool. Ja, moin. Geht's in die Richtung? Ja, in die geht's. Alles klar. Und wir haben ja auch schon gehört, Team Plasma wartet hier irgendwo auf uns. Lol, was ist das denn hier? Ah, cool. In dieser Hülle findet man überall elektrische geladenes Gestein. Überall. Diese Felsen laden mich förmlich mit Tatendrang auf. Oh, nur ein Pokémon. Ein Klick. Laubklinge. Wir haben leider kein Feuer-Pokémon, ne? Das ist, glaube ich, Stahl-Elektro. Wo mit Erdanziehung. Würde man es noch mit Erdbeben treffen oder Bodenattacken, ne?
Kleber, okay. Du bist doch ein Ast-Trainer, oder? Ich überprüfe, ob du das Zeug für die Pokémon-Liga hast. Das muss ein Ast-Trainer sein. Jawohl! Rainier! Flapterix ist, glaube ich, ein Fossil-Pokémon, oder? Ja, wir gehen auf Slam. Hat's den Gesteinstypen oder was? Dann müsste Laubklinge neutral sein. Oh nein, 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 keine Akrobatik. Ja, so ist es. Okay, es ist Gesteinflug. Seit wann haben wir Wundersort? Ja moin. Hier bitte Serpi Royal. Wüsste ich gar nicht. Hallo, hast du etwas gefunden? Ich würde sagen, wir haben mittlerweile eigentlich genügend Daten beisammen. Diese Höhle gibt es schon seit ewigen Zeiten. Ich finde allerdings keine Indizien, die darauf hinweisen, dass Klick schon länger als 100 Jahre existiert. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass das Klick vor 100 Jahren ganz plötzlich hier aufgetaucht sein muss. Woher kommen die Pokémon? Wohin gehen sie? Wenn ich Antworten auf diese Fragen finde, können wir in noch größerer Harmonie mit ihnen zusammenleben. Davon bin ich fest überzeugt. Du, Totti, Pokémon sind schon faszinierende Lebewesen, nicht wahr? Manchmal frage ich mich, warum diese großartigen Geschöpfe sich überhaupt mit uns abgeben. Geht's hier lang? Gehen jetzt wahrscheinlich weiter. Ah, Schutz fällt nicht mehr. Nein, 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 das wollte ich nicht. So. Wer bist du, Bro? Jetzt bekommst du erst einmal einen Crashkurs über die Herausforderungen des Pokémon-Kampfes und die Probleme, mit denen man als Wanderer klarkommen muss, wenn man ziellos durch die Höhle irrt. Ist klar? Ah, das ist doch die Weiterentwicklung von Kiesling, oder? Die Laubklinge sollte reichen. Diese Robustheit. Strepoli. Diese Strepoli hat übrigens auch noch eine Weiterentwicklung. Frag mich nicht, wie das Ding sich entwickelt. Ich weiß, dass ich aufs Level 60, 70 hatte in Pokémon X und es hat sich nicht weiterentwickelt. Vielleicht auch nur per Tausch oder so, ich weiß nicht. Zerschneider. Schön.
So, den Dulli haben wir auch weg. Komm mit. Das sind ja richtige kleine Ninjas. Vor uns liegt eine Treppe, die nach unten führt. Dort wartet Team Plasma auf dich. Alles klar. Ich liebe Orte, wo meine Inspiration durch kleine Stromstöße geweckt wird. Jawohl. Ach, keine Ahnung, dann gehen wir eben noch runter. Hier soll Team Plasma angeblich auf mich warten. Tag, wir sind die Gebrüder Nugget. Ich bin der Ältere von uns beiden. Und ich bin der Jüngere der Gebrüder Nugget. Schön, dass du hier bist. Ich habe hier was für dich. Ich habe hier auch etwas für dich. Ah, supi. Oh, guck mal, da ist Team Plasma. Sind sie. Du bist nicht aus eigenen Willen hier. Jemand hat dich manipuliert. Wenn du gegen mich gewinnst, verrate ich dir auch das Geheimnis, wer das war. Das weiß ich schon. Oder ist einer der Arenaleiter oder vielleicht sogar unsere Freunde? Nein. Obwohl, wenn ich das jemandem zutrauen würde, dann wäre es Sharon. Ich weiß auch nicht. Oder Prof. Dieser Vivian? Vivian könnte es auch sein. Ach, keine Ahnung. Kekis ist einer der sieben Weisen, die unseren König zur Seite stehen, das weiß ich. Ja gut, weiß ich doch. Wenn ich dich besiege, werde ich die Pokémon, deinen Pokémon die Freiheit schenken. Die Pokémon, die hier in der Elektrohöhle leben, sind so wunderschön. Kein Wunder. Hier sind ja auch.
Hier sind sie ja auch frei vom Einfluss der Menschen. Jawohl. So, wir brauchen noch einmal Schutz. Ja. Du bist also der Trainer, von dem N spricht. Drei Stück, Alter. Dein nächster Gegner werde ich sein. Ein stolzes Mitglied von Team Plasma. Alles klar. Ah, warum bin ich auf Slam gegangen? Das tankt ja doch 100 Pro. Jetzt muss ich auswechseln. So, wehe, du setzt jetzt nochmal deine blöde Hypnose oder deinen Konfusstrahl ein. So, Megasauger. Thank you.
Was wir von Team Plasma erreichen wollen, geht dich im Grunde gar nichts an. Keine Ahnung, was das gerade war. Dann zeig mir mal, was ein Trainer drauf hat, der die armen Pokémon so ausnutzt wie du. Bei Level 35 gebe ich den EP-Teiler mal. Ah, verdammt! Dieses blöd. Ich muss mal einen anderen Joystick holen. Das nervt. Wir gucken uns die Attacke Einrollen mal an. Das ist das zweite Mal, dass wir die erlernen sollen. Angriff. Angriff, Verteidigung und Genauigkeit, weiß ich nicht. Nein. Brauchen wir nicht. Ja, und ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann.